So, meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Die Springstunde ist am Start. Ich weiß nicht, warum ich mich so extrem freue, aber ich freue mich, weil es einfach der größte Rotz der Welt ist. Oh mein Gott, nein. Ich weiß echt nie, was mit mir abgeht. Aber wir machen jetzt mal, komm, die Springstunde. Mit Leertaste, das war mir irgendwie schon klar. Entweder Leertaste oder perfekten Sprung hängt immer vom Timer. Ja, dann langsamer und jetzt schnell. Komm. Oh. Und jetzt nochmal. Und komm. Und oh. Alter, wie hoch springt denn erstmal das Pferd? Springt ja erstmal 3 Kilometer hoch oder was? Ich weiß nicht, manchmal kriegt man hier einfach so irgendwie gefühlt die Punkte. Jetzt kann ich springen. Oh. Alter, was geht denn ab hier? Ui. Ah. Scheint wohl schmerzhaft zu sein. Was ist denn? Okay. Du bist mystischerweise wieder gekommen. Jo, es sind die Kaufzeichen. Alter, was war das denn bitte? Wollen ich lese jetzt aus? Das ist alle verborgen. Ein Dinosaurier. Was geht bei euch falsch in dem Spiel? Stopp, mutige Reiterin. Du musst helfen. Alter, was geht denn bei dir wieder ab hier? Oh nee, ich weiß echt nicht, was geht mit mir falsch, als ich sowas hier spiele. Ich bringe jetzt den zweiten Part am Freund raus, Leute. Nein, ich habe nichts gesoffen. Ist alles in Ordnung. Ich werde nicht dazu gezwungen. Nehmen Sie bitte die Waffe runter. Nehmen Sie bitte die Waffe. Ich spiele schon weiter. Nee, ich bin... Persönlich finde ich... Okay. Persönlich ist es... Ja, ich mag... sowas eigentlich nicht, so eine Art von diesen Spielen. Ich finde das Spiel trotzdem gar nicht mal ganz so dämlich gebaut. Ich finde es sehr interessant. Auch wenn ich hier nicht gleich vom ersten Part aus alles mit... Wie viel soll ich denn hier mitbringen? Soll ich hier alles machen? Ich lese mir das ja nicht mal durch. Ich glaube, manchmal zu lesen wäre gar nicht mal so dämlich. Für meine Schwester sowas, die ist ja extreme, sind extreme Pferdefan. Ach so, ich soll das Tier füttern. Ich werde mal das Gras zur Sicherheit noch mitnehmen. Am Ende kann man es dann noch wegwerfen. Hat das schon wieder Hunger? Och ja, jetzt was? Sag bitte nicht, ich muss jetzt das so lange füttern, bis es wieder bei der Tante da vorne ist. Bei der komischen. Alter, komm. Als ob du jetzt die 3 Jahre bis davor baust. Da vorne steht die doch. Warum kommt die Mini entgegen so? Ja, danke schön. Komm, das ist das letzte Mal. Ey, wenn er jetzt noch einmal was zu futtern braucht, dann töte ich das eigentlich nicht, das Schaf. Danke. Danke, du hast es gefunden. Wann kriegt mein Pferd mal wieder XP? Ich höre mich jetzt schon Frank an nach diesem Spiel. Alter. Ach Mensch, diese Natur, diese Freiheit hier. Jetzt können Kinder den Eltern sagen, jo, ich bin noch länger draußen gewesen. Leck mich. Wo ist denn der süße Kerl hin? Süße Kerl ist weg. Olympia, Meister, sonst leckt mich mal. Okay. Zu dem soll ich jetzt reiten? Ach komm, ich reite jetzt mit euch hier so ein bisschen hin und her. Hier gibt es nie so viele Missionen jetzt. Das ist so... Ich finde das richtig gemütlich.
eigentlich sehr entspannt. Auch wenn es... Jetzt kapiere ich die Eltern, die sich manchmal fragen, wie kann man stundenlang einfach mal vor dem PC sitzen und irgendwie nichts machen. Aha, einfach Freunde. Ja, ich habe 2 Freunde. Aber eigentlich, wenn das jetzt so eine richtige HD-Qualität wäre, Alter, wisst ihr, wie krank einfach dieses Spiel wäre? In der Qualität geht es schon, wenn man so überlegt, dass es ein Free Online Player Online Game Spiel gedöns. Dafür ist eigentlich doch schon ziemlich nice, oder was denkt ihr so? Wie gesagt, wenn die Qualität jetzt noch auf High... Ich weiß nicht, auf welcher Qualität ich hier spiele, ob man das hier irgendwie spielen kann. Option, Grafik. Ja, also ist am höchsten. Und das wäre in vielen Spielen, die man sonst von mir kennt, auf der niedrigen Qualität. Aber es hat irgendwie so einen Touch. Muss man schon mal sagen. Sieht eigentlich relativ sexy aus. Und ja, ich reite ziemlich lange. Wir gucken mal kurz auf der Map. Jetzt überlegt mal, es geht hier oben noch relativ weiter. Ich weiß mal nicht, ob ich dort irgendwann mal hinkomme oder sowas, aber man könnte ja theoretisch. Guck mal, hier wird gebaut. Wie soll ich denn dann... Jetzt sag aber nicht, ich komme hier nicht lang. Muss ja hier irgendwie lang kommen, oder? Ja, ich bin ja eigentlich vom Stern oder... irgend so ein Licht kam und dann kam eine Reiterin mit dem Pferd und aber dann bin ich so auf dem Pferdehof und die Story ergibt irgendwie so halb keinen Sinn. Überlegt euch das mal in echt. Das wäre ein Traumparadies für jedes Mädel auf der ganzen Welt. Und vielleicht auch für die Jungs, die Pferde lieben. Für mich persönlich natürlich nicht. Natürlich, wenn die Pferde das machen können, dann gerne, aber... Nein, aber ich mache hier kein Dings hier, kein... Muss ich jetzt hier ein Rennen machen? Eine Mischerei-Lektion. Was? Komm! Halleluja, endlich mal vorbei! 38 Sekunden! Was habe ich? 1 Minute 18. Ich bin der Beste! Gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit der Aufnahme. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe mal, ihr wollt nicht davon mehr sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.